Oh, guck mal. So schön am Strand sind die da eine Orgie am Feiern. Skelett? Der Skelett von hinten? Der Zombie vorne, ja. Hm, komisch. Dari, let's play. Ja, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden, oh geil, Erfolg, Minecraft-Episode. Ja, wir braten Fische, weil ich gerade nicht weiß, ich habe doch die Cottons letztens weggeworfen, weil ich nicht weiß, ob Ozelots, die wir jetzt uns zähmen wollen, gebratenen Fisch essen wollen oder rohen Fisch. Oder vielleicht ist denen das auch egal, vielleicht fressen die auch jegliche Art von Fisch. Ich nicht wissen. So, auf jeden Fall, wir haben in der letzten Episode unsere Untergrundbasis ein wenig komplettiert. Nämlich ist das, es ist nämlich der zweite Raum jetzt fertig. Ich kann es dir mal eben zeigen, solange der Fisch da am Brutzeln ist. So, wir haben hier erweitert, wir haben hier die schwarzen Wände verschönert. Also vorher war ja hier alles aus Glas. Das sah schon edel aus, aber so finde ich es dann doch besser. Jetzt fehlen hier nur noch die ganzen Banner, die hier rumwedeln. Und hier, ja, guck mal hier, ah. Hier auch. Ich wollte ja hier in der Mitte eigentlich so einen Schreibtisch oder so machen. Das habe ich jetzt aber komplett über Bord geworfen. Vielleicht könnte man hier in der Mitte ja so einen Garten machen, dass man hier so einen Rand hin macht. Und hier dann irgendwie Gras und da so ein paar Blumen. So ein unterirdischer kleiner Garten hier in der Mitte. Mit Lianen, die von der Decke runterhängen. Das könnte vielleicht ganz schön aussehen. Musik? Nee, die Musik ist zu laut. Da gucken wir mal, wie ich das mache. Ja. Das sind dann die einzelnen Gänge, ne? Da geht's irgendwo hin, da geht's irgendwo hin, da geht's irgendwo hin. Wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gänge, die irgendwo hinführen, wo wir dann irgendwas bauen können. 11 Sachen. Meine Güte. Erstmal 11 Sachen. Hinterher kann man ja auch sagen, der Gang führt zu 2 Sachen, weil der Gang sich dann hinterher nochmal in 2 Gänge aufteilt oder so. Müssen wir gucken. Erstmal haben wir, ich habe schon wieder vergessen, ich glaube 11 Gänge habe ich gesagt. Ist ja auch egal. Genug Platz haben wir. Hab ich eine Kuhglocke gehört? Ah, der Fisch ist fertig. Gebrutzelt. Nächstes Lied. Nein, nicht Escape. Nächstes Lied, habe ich gesagt. So, dann haben wir genau 30, 30. Dann gehen wir jetzt auf Fisch, auf Katzenjagd. In unserer alten Welt. Und wir nehmen eine Liane mit, dass wenn wir die Katze haben, dass wir sie dann auch hinter uns her schleifen können. Ups. Einmal nach Spawn Island, bitte. Vielen Dank. Hallo, auf Wiedersehen. Ich glaube, wir hatten schon einmal nach einer Katze gesucht. In unserer Spawn Island. Oder im Dschungel neben unserer Spawn Island. Aber keine gefunden. Das Schöne ist, die können ja immer wieder auftauchen, glaube ich, die Katzen. Hierher, hierher. Ah Mann, der fährt immer in die falsche Richtung. Ah, da will ich nicht hin. Wieso hat der so einen Linksdrall? Wieso fährt der nicht nach rechts automatisch? Irgendwie blöd. Man hört mal gar nichts von der Musik jetzt. Und von meiner Stimme glaube ich auch nicht. Ah nein, Lore, Lore. Übersetzen. Übersetzen, fahr doch da. Toll, steht die Lore da mitten auf dem Weg rum. Mitten im Weg rum, so. Egal. Ist ja, komm. Was soll's denn? Ist doch uns Rille. So. Dann noch die Höhle in Sicht. Oder, ja, in Sicht nicht. Aber in Hörweite irgendwie so, kann man es ja nennen. So. Die Leinen müssen wir jetzt noch mitnehmen. Und dann können wir uns auf den Weg ins Dschungelbiom machen. Wenn, also ich glaube, ich weiß noch, wo es ist. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Nee, leise geht die Musik nicht. Genau. Eine Leine. Komm, wir nehmen mal 2 mit, falls wir 2 Katzen finden. 2 Katzen wäre sogar geiler. Dann könnten wir die paaren. Dann hätten wir unendlich, nein, unendlich Katzennachwuchs. Das würde mich ja freuen, wenn wir 2 Ozelots finden würden. Die Sonne geht unter, glaube ich. Deshalb gehen wir jetzt schlafen.
Nacht. Oh, köstlicher Fisch. Schöner Erfolg. Jum, 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 jum. Oh, da sind wir ja schon wieder wach. Ich hatte gar keine Zeit zu... hier, zu jornen. Wie heißt das auf Deutsch? Jornen? Zu gähnen. So weit ist das schon mit meinem Kopf, dass mir die Begriffe zum Teil schon nur noch im Englischen einfallen und ich die deutschen Begriffe suchen muss. So, toll. Wir haben hier kein Boot. Die Hühnchen haben das bestimmt gefressen vor lauter Hunger. Scheiß Hühnchen. Ist egal, wir haben ja genug Holz im Keller, hoffe ich. Oder vielleicht noch ein Boot in der gekrafteten Truhe. Nö, haben wir nicht. Dann nehmen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 Stück braucht man für ein Boot, glaube ich. Richtig. So. Was hat denn für eine Mönchsmusik? Oder ja, nicht Mönchsmusik, aber... Finde ich ja eigentlich schön, wenn da so Leute im Hintergrund so ein bisschen im Kanon oder so... Ne, im Kanon ist es ja nicht. Aber so im Chor. So ein Chorus. Chorus. Im Chorus! Wenn sie da so singen. So. Wo zeige ich denn unser Spawner hin? Auf einmal. Da hinten. Komisch. Komisch. Ah ja, der zeigt da zum Turm, glaube ich, ne? Warum auch immer. Verrückt. So, ich glaube, in dieser Richtung war so ungefähr das Dschungelbiömchen. Guck mal, wie viel Sand hier ist. Auf dem Boden, überall. Und wir müssen bei Gelegenheit mal wieder Dingsterbumster sammeln gehen. Mir fällt es mal wieder nicht ein, was ich sagen will. Dingsterbumster. Ha! Dschungel! Nicht die Oktopusse treffen. Dschungel. Dschungel geil. Hier, Dingsda. Kugelfische müssen wir mal wieder angeln gehen. Weil wir ja keine mehr haben für die ganzen Unterwassertränke. Mal gucken, ob wir von hier schon irgendwo so eine Katze sehen können. Man darf auch nicht rennen jetzt, wenn wir im Dschungel unterwegs sind, weil Katzen hauen ab, wenn man rennt. Ist das überhaupt ein Dschungel? Ein ganz schön kleiner Dschungel dann, ne? Facing South, River Biome. Nee. Ah, Jungle. Okay, doch, hier Jungle. Okay. Ganz langsam laufen. Den Fisch schon in der Hand, dann kommen die nämlich. So. Ganz langsam. Ganz langsam, dass wenn wir die sehen. Oh, schwarze Schäfe. Schwarze Schäfe. Schwarze Schafe. Okay. Ich sehe keine Katzen. Im Moment. Die sind ja auch so furchtbar scheu, die Viecher. Nicht, dass uns hier gleich irgendwelche Dschungelkrieger verkloppen wollen. Mieze, Mieze, wo bist du, Muschi? Komm her. Mann, nee, ich will dich nicht, Schäfchen. Du frisst doch sowieso keinen Fisch. Oder? Fressen scharfe Fisch, das wüsste ich. So. Wir gehen mal in die Richtung. Da ist ja noch eine Menge Dschungel voraus. Da haben wir dann, glaube ich, auch die dicksten Chancen, auf eine Katze zu treffen. Hier könnte man sich auch so ein geiles Baumhaus bauen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wo ich hier war. Eine Katze siehst du hier aber bis jetzt gar keine. Ja, die können auch überall sein. Die können auf dem Gipfel rumrennen. Hey, ich höre hier Lava. Was ist denn hier los? Vielleicht sind die Katzen hier schon alle gestorben. Die sind schon alle verbrannt. Ja. Komische Geräusche. Warum sieht denn der Baum so komisch aus hier? Ach so, ja, ja, ich weiß schon. Das ist Dschungelbaum. Die sehen so komisch aus. Schon wieder ein Schaf. Mieze, Mieze. Komm her. Wir wollen dich doch nur füttern. Die tun ja gerade so die Kätzchen, als würden wir die verkloppen oder vergewaltigen wollen. Katzen. Hallo? Ich will einfach nur eine Katze für mein Zuhause. Damit die Creeper nicht kommen. Ist da zu viel verlangt? Nee, ihr seid nicht. Aber die Katzen, die haben keinen Bock. Die verschwinden.
Die sind gar nicht da, die sind gar nicht anwesend, so wie es aussieht. Hey, oh, ich dachte schon, ich fliege da jetzt runter. Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung. Ich laufe schneller. Ab jetzt, weil das langsam laufen. Dann erschrecken wir eben der Katze. Laufen wir da eben hinterher. Solange, bis sie unseren Fisch haben will. So, ich sehe aber keine Katze. Oktopusse, ganz viele. Fressen scharfe Katzen? Haben die alle unsere Katzen hier gefressen? Kann das sein? Ich glaube, wir waren damals hier, weil wir einen Dschungeltempel gesucht hatten, ne? Wir hatten aber nichts gefunden. Pass auf, jetzt finden wir einen Dschungeltempel, aber keine Katze. So viel Glück, wie ich habe, da wird das auf jeden Fall passieren. Ach Mann, Kätzchen. Wo sind sie denn? Oh, gleich wird wieder dunkel. Nee, hier ist nix. Da, ist das was? Habe ich da eine Katze gesehen? Da habe ich doch gerade irgendwas gesehen. Ich könnte schwören. Was war das? Oder war da einfach nur irgendein Grafikfehler? Ich sehe nichts jetzt. Kann auch sein, dass die da hochgeklettert ist, die Sau. Geh da hoch. Will er nicht. Bricht sich die Knochen. Was habe ich denn da gesehen? Die Schafe irritieren auch, aber so was von. Geh mal auf den Sack, die Schafe. Könnt ihr nicht verschwenden, ey. Kakaobohnen wollen wir aber nicht. Mietze, Mietze. Mietz, Mietz. Hier, lecker Fisch. Ich kann den noch niemals essen. Wenn ich rechts klicke, macht der nix. Mal eben kratzen. Wir finden hier nichts. Katzenfehlanzeige. Kann nicht so schwer sein. Auf meiner damaligen Map, wo ich noch keine Let's Plays gemacht hatte früher, da habe ich direkt im ersten Dschungel, den ich gefunden hatte, eine Katze gesehen. Aber hier, hier ist ja nichts. Der Dschungel ist auch ziemlich klein, möchte ich mal meinen. Das ist ja so eine Art Dschungelinsel, wenn überhaupt. Was war da? Einfach nur Licht. Mann. Dann fehlt hier nichts mit der Katze. Ich glaube, wir müssen uns nach einem neuen Dschungel umgucken. Ich weiß auch nicht. Mann. Ich weiß auch nicht, ob Katzen überhaupt nicht mehr dann hier spawnen können, wenn sie am Anfang nicht da gespawnt sind, oder ob die vielleicht doch irgendwann nochmal auftauchen. Ich bin mir da nicht sicher. Finde ich aber schon irgendwie verarsche, dass Katzen nicht grundsätzlich im Dschungel sind. Also immer. Nee, wir haben hier Schafe. Ist ja toll. Ja, wir haben Schafe. Nicht, dass wir die bräuchten, ne? Da gucken wir noch in dem Dschungelabteil da. Da haben wir noch gar nicht geguckt. Aber ich bezweifle das. Wenn wir bisher keine Katze gefunden haben, dann wird da auch keine Katze sein. Ich sehe ja auch nichts. Ansonsten müssen wir mal wieder so eine Welterkundung starten. Und nach dem Dschungel... Wart mal. Ich weiß, wo es noch einen Dschungel gibt. Ganz, ganz am Anfang. Wo wir ganz am Anfang waren. In den allerersten Episoden, wo wir da verreckt sind. Wo wir unsere Schafe hergeholt haben von der Insel. Da gehen wir dann jetzt gleich hin. Da war nämlich auch ein Dschungel. Okay. Da, ja, zum Glück ist mir das jetzt eingefallen. Naja, hier gibt's keine Katzen. Katzen sind Mangelware hier. Können mich alle mal kreuzweise am Hobel blasen hier. Oh. Ich verschwinde. Bevor dunkel wird. Bevor ganz dunkel wird. Ich habe nämlich keinen Bock, hier im Dschungel zu kämpfen gegen irgendwelche Creeper oder so. Oder gegen Zombie-Katzen. Ich glaube, sowas gibt's gar nicht, aber das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Das wäre doch eine Möglichkeit, ne? Dass man alle möglichen Tiere, die es gibt, auch als Zombie-Variante einführt. Zombie-Katzen, Zombie-Hühner, Zombie-Wölfe, Zombie-Schafe, Zombie-Kühe.
Das sind halt von, ja, vom Zombie-Virus Befallene. Hier ist doch irgendwo Lava. Guck mal. Aber wo? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das war so da am Durchschimmern, die Lava. Aber da ist keine. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder so viel Zeit verplempert. Jetzt gleich wird dunkel. Nein! Schnell, wir müssen schlafen gehen. Bevor die ollen Zombies kommen. So. Zombie-Kühe, Zombie-Hühner, Zombie-Hasen gibt es ja jetzt dann. Oder wird es dann auch geben. Das ist ja wohl nicht schwer umzusetzen. Ich meine, hallo? Einfach einen normalen Hasen, nur dass die auch angreifen. Und Zombie-Hasen sollten natürlich nur nachts spawnen. Und fertig. Eine coole Idee, finde ich. Abwechslung bei den Gegnern. Ich meine, wären zwar auch nur Zombies, aber andere Zombies? Ja, wäre ein bisschen mehr los. Und auf die Art und Weise könnte man Leder farmen oder was auch immer man farmen möchte, ohne die normalen lebendigen Kühe töten zu müssen. Da tötet man einfach die Zombie-Kühe. Da kriegt man auch noch mehr Erfahrung. Oder Zombie-Pferde. Warum machen die sowas nicht, die Leute? Wenig Arbeit, das ist einfach nur den normalen Skin nehmen, ein bisschen grünlicher aussehen lassen, hier und da ein paar Fleischwunden. Fertig. Das gleiche als Mob halt kreieren. Da kannst du den es gibt, kopieren. Machst du den Hostile nicht false, sondern true. Fertig. Fertig. Mehr brauchst du doch nicht. Schon greifen die Viecher dich an. Was war das denn da gerade? Oh, guck mal. So schön am Strand sind die da eine Orgie am Feiern. Skelett? Das Skelett von hinten? Der Zombie vorne, ja. Hm, komisch. Dass so ein Skelett das überhaupt kann noch, ne? Ist ja nichts mehr dran an so ein Skelett. Ah, verrückt. Verrückte Welt. Jetzt schipper da rein. Irgendeiner hat dir ein Ei gelegt. Eierverschwendung, die sinken doch alle ab. So, schnell eine Mütze voll Schlaf genommen, wenn wir denn hier hochkommen. Irgendwie nicht. Irgendwie will er nicht. Ah doch. Zap, zap, zap. Und dann geschlafen. Ich weiß gar nicht, warum wir uns damals ein Pferd besorgt haben. Wir reiten darauf ja gar nicht rum. Finde ich eigentlich schade. So. Immer noch köstlicher Fischerfolg. Ah, der nächste Morgen hat begonnen. Und wir müssen direkt wieder weiterackern. Ne, Pferdchen, wir haben noch immer keine Namensschilder. Müssen wir mal suchen. Oder was heißt suchen? Die kannst ja gar nicht gezielt suchen gehen. So. Einfach nur ins Boot erstmal. Hallo? Ins Boot erstmal? Ins... Hallo? Was ist denn mit dem Boot? Ist das kaputt? Das Boot will nicht. Das Boot ist kaputt. Was ist denn hier los? Aua. Hey! Ach Mann! Das ist voll am Backen. Das Boot will nicht. Die sind am Ruckeln. Na toll, dann müssen wir uns eben noch ein Boot machen. Das Boot will nämlich nicht so wie wir. Das wäre auch ein Wunder, ne? Wenn man irgendwas so wollen würde, möchte, könnte, wie wir. Was weiß ich. So. Ein Bötchen? Ich glaube, der Steg, den wir damals angelegt haben, funktioniert nicht mehr. In den neueren Minecraft-Versionen irgendwas haben die da, glaube ich, geändert. Ich glaube, wir müssen den Steg mal verschlimmbessern. So, einfach nur geradeaus. Dann kommen wir zu dieser steilen Klippe, wo wir damals unsere ersten Kohlestückchen und unsere Schafe hergeholt haben. Da müsste auch noch ein Schafsgatter sein. Außer das haben wir damals abgebaut, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es auch ein Dschungel. Hä, wop? Der fängt auf einmal an, da einfach anzuhalten, der Fisch. Ah. Da sieht man schon was. Ja. Genau, das meinte ich doch. Ich bin jetzt gespannt, ob der Stall noch da ist. Also das Gatter.
Der Gatter. Nee, das Gatter ist doch richtig. Ich sag ja. Was sagt ihr? Wir wetten um Diamanten. Um Stack Diamanten wetten wir. Verdammt, Stack Diamanten habe ich gar nicht. So. Gucken wir. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Das mit den Gattern, das müssen wir in der nächsten Episode rausfinden. Und auf jeden Fall, der Dschungelbiom ist hier, das weiß ich hundertprozentig. Die Frage ist nur, ob auch Katzen da sind. Ich hoffe natürlich inständig, dass dort Katzen sind, damit wir direkt zwei mitnehmen können, damit wir die sich paaren lassen können, damit wir die vielleicht auch durchs Portal mitschleifen können in unsere neue Welt. Die braucht mal langsam einen Namen. Damit wir da endlich Katzen haben und keine Angst mehr vor Creeper haben müssen. So, drückt mir die Daumen. Morgen werden wir mehr erfahren. Bis dahin. Tschüss.